Ich weiß es doch auch nicht. Irgendwie. Jo, dann haben wir das mit. Würde ich mal behaupten. Man kann es ja auch nicht zurückkaufen. Naja, gut. Beim nächsten Mal. Beim nächsten Run. Wahrscheinlich ist es das, wenn wir dann den Dietrich da benutzt haben. Dann lass uns mal nach oben gehen. Los, kommt! Na los! Ja, was ist los, Leute? Gebt es schon auf! Oh Mann. Ein Hoch auf die Action. Ja, beim zweiten Run. Ne, verpiss dich, mein Freund. Sehe ich nicht ein. Juhu. Los, 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 los. Was ist los, Großer? Zu fett hier oder was? Warum musst du auch so mega Krallen haben? Ja, weißt du, wie die braucht. Wir haben es verstanden, er mag uns nicht. Das wollte er uns damit bestimmt sagen. Also, wenn du mich so fragst, nein. Warte mal. Dadurch, dass wir gerade dafür zum Munition sowieso nicht haben. Sagen wir es mal so, es wäre typisch für mich, wenn das jetzt wieder war. Und wir haben gerade unsere gesamte Munition verballert. Tschüss. Hallo. Perfekt, kristalliner Schädel. Ich hab zwar nur noch 3 Schuss, aber hey. Kann sein, dass es dann wieder ran ist. Wir können dann beim nächsten Speicherpunkt mal schauen. Was denn... Warte mal, hier waren doch auch... Waren hier nicht auch Hähnchen? Hier waren noch genauso Hähnchen.
einen Brunnenkurbel. Oh, geil. Können die Brunnen machen. Hier waren doch auch Hähnchen. Wo sind die denn geblieben? Warte mal. Ah ja, das Ding ist ja eingestürzt. Hola! Como está? Oh, ein Dietrich. Heil, ein Dietrich. Oh Gott, das will eine Puppe. Das kann nichts Gutes sein. Ich krieg schon wieder viel zu viel Munition, wisst ihr das? Hätten wir jetzt gerade eben nicht so viel Munition verballert, hätten wir jetzt über 70 Schuss für die Pistole. Nein. Lässt du mich mal diesen Brief lesen? Sehr geehrte Besucher, aufgrund der langen Abwesenheit des Geigenbauers habe ich seinen Schlüssel in Verwahrung genommen. Wer ihn braucht, möge sich bitte bei mir melden. Grüße, Joseph Simon, Gärtner des Hauses Benevento. Benevento. Na gut. Oh, warte mal, wir haben jetzt gerade... Was haben wir jetzt eingesammelt? Wollen das soll der Kopf sein? Ein Teil der Puppe, einer hiesigen Sargengestalt, ein Teil eines Holzspielzeugs. Ja, da fehlt uns halt noch der Rest dazu, ne? Aber wir haben doch... Ja, einen Dietrich haben wir auch eingesammelt. Heißt, wir können da nochmal zurückgehen und das aufmachen. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir vielleicht hier hinkommen. Aber da kommen wir, glaube ich, so schnell nicht hin. Ja, muss es denn noch lauter sein? Hier, genau hier waren scheiß Hühnchen. Wo sind die geblieben? Einfach entlaufen. Was, hier kommt man drauf? Lol. Gar nicht drauf geachtet. Ich höre Hühner. Hallo. Oh, hi. Danke. Hier nicht noch mehr rum? Von der anderen Seite, okay. Oh, hi. Immer gut, mit der gezückten Schrotflinte hier reinzugehen. Lol, hier sind wir dann jetzt.
Also anstatt hier einfach rüber zu klettern, ne? Wäre natürlich schön einfach, aber nein. Kommt man denn irgendwie in dieses Haus? Ja, hier zum Beispiel. Oh. Das ist sogar das Haus, was wir suchen. Ist mir bis eben gerade gar nicht aufgefallen. Sehr großer, was soll man dazu sagen? Außer, dass ich gerne 1. Februar habe Mutter Miranda 2 Ziegen geopfert. 3. Februar habe Mutter Miranda Wolle gebracht. Sie hat mir aufgetragen, in den nächsten Tagen Medizin und Werkzeug für sie zu beschaffen. Ich frage mich bloß, wozu? 8. Februar. Keine Nachricht von Miranda. Von Mutter Miranda. Miranda. Das Vieh ist völlig außer Kontrolle. 9. Februar. Mir wurde aufgetragen, das Verlangte bei Sonnenaufgang in der monolithischen Kirche zu bringen. Was ich dort sah, war schauderhaft. Die ehrenwerten 4 Grafen und Gräfinnen waren da und Mutter Miranda hatte ein Kind auf den Arm. Sie flüsterte etwas und berührte das Kind. Es fällt mir schwer, es in Worte zu fassen, aber das Kind wurde zu einem weißen Kristall. Dann hat sie... Ich konnte mich nicht beherrschen und fragte sie, was sie da macht. Warum sie das macht. Aber Mutter Miranda lächelte nur und sagte, das ist das auserwählte Kind. Was auch geschehen mag, es wird seine ursprünglichen Form zurückerlangen. Dann gab sie den 4 einen Teil des Kristalls in einer Art Fläschchen. Und sie verschwanden, um Gottes Willen. Ja klar, guck mal, und die Lady war die erste von den 4. Oh, Gottes Willen. Ich vergaß völlig, mich vor Mutter zu verbeugen, bevor ich weglief. Ich zitter noch immer. Was hat sie getan? Und wer ist dieses Kind? Oh, geht dich gar nichts an. Hallo? Ah, was haben wir denn hier Schönes? Was? Der gefügte Schlüssel ist lediglich ein Teil eines Ganzen. 3 weitere Teile vervollständigen ihn. Ach so. Verdammt. Ich sollte zurück zum Duke. Ich will gar nicht zurück zum Duke. Ich weiß jetzt schon, dass wieder mega Scheiße passiert. Es wird gleich die Hölle losbrechen. Ja, genau. Einer tot, 3 Bosse warten noch auf mich. Richtig. Yeah. Alles gut. Kenne ich nur zu gut. So. Guck mal, oh, dann könnten wir doch... Nee, das sind unterschiedliche. Guck mal da, das sieht voller aus. Und das hat so ein leeres Ding. Warte mal, wie sieht denn derzeit unser Schlüssel aus? Noch leer. Oh. Warte mal, wir haben doch jetzt einen Dietrich. Komm, weißt du was? Bevor wir jetzt gleich dahin gehen, gehen wir mal kurz woanders hin. Ich will endlich, dass die Scheiße da weg ist. Hola. So, wo war das jetzt nochmal?
Wo konnten wir doch hier? Doch da. Ach schön, damit kann man mich immer glücklich machen. Pass auf, bevor wir jetzt zum Duke gehen, zu unserem... So, bevor wir jetzt zu Duke gehen, unseren netten Kollegen, gehen wir einmal abspeichern, dann können wir gleich mal gucken, ob es auf Standard oder auf Veteran ist. Komm, weißt du was? Komm, wir nutzen das mal jetzt, das erste Mal. Geil! Komm, lasst uns das doch mal kombinieren. Tada! Sehr wertvoll. Also wenn's... Was? Was zur Hölle? Was macht das hier? Das war gerade eben. Das letzte Mal, wo ich hier war, war das noch nicht da. Es ist da auf Standard. Es ist auf Standard. Wie kommt das her? Wie ist das auf einmal da angekommen? Wer hat's da hingepackt? Es kann doch nicht wahr sein. Datum 9.02.2021. Protokolliert von NH. 11.35 Ankunft. Keine Anzeichen von EW oder RW, oh Gottes Willen. Warum? Ich sag doch, diese scheiß Umbrella Corporation. 12.10. Dorf infiltriert. Begegnung mit mehreren Biowaffen. Hinweis auf EW gefunden. Aufenthalt von RW unbekannt. 13.10. Basis in Kirche eingerichtet. Weiteres Vorgehen. LBTD-K9. Durchsuchung des Labors. NH und UE. Analyse der Pilzproben. Alpha-Infiltration der Fabrik. Warte mal, was? Durchsuchung des Labors. Welches Labor? Oh, diese... Oh, die machen mich fertig, die Leute. Darauf erstmal ein Stück Franzbrötchen. Ey, ich hab schon genug mit diesen scheiß Viechern zu tun, ja? Ich habe keinen Bock, noch gegen die Umbrella Corporation zu kämpfen. Haben wir schon leiser hier. Vor allem, wenn ich das schon höre, ja? Das Labor. Oh. Irgendwie kommen wir... Na, und? Etwas herausgefunden? Hab das gefunden. Nun sagen Sie mir, wie ich das in Ordnung bringe. Ganz ruhig. Erst musst du mit diesem Schlüssel die anderen Flakons mit Rose finden. Wo sind die anderen? Es gibt 4 insgesamt. Einen hast du, die restlichen haben die Grafen. Grafen?
Mutter Miranda ist die kalte, egoistische Herrscherin dieses Dorfes. Ihr dienen die vier Grafen. Eine von ihnen kennst du bereits, Lady Dimitrescu. Die zweite lebt tief im Nebel des Tals, die Puppenmacherin Donna Beneviento. Keiner ihrer Spielgefährten hat das modrige alte Anwesen je verlassen. Der dritte ist Moreau, ein sonderbarer Zeitgenosse, der im Stausee bei den Windmühlen wohnt. Allerdings soll nicht nur er in dem See sein Unwesen treiben. Oh, wenn ich das schon höre. Der vierte und gefährlichste ist Heisenberg. Der coolste. Er arbeitet in der Fabrik außerhalb des Dorfs. Was er da macht? Sagen wir, manche menschliche Fantasien sollten Fantasien bleiben. Aber er ist der coolste. Was? Waffe in der Wassermühle. Maestros Sammelstück. Luisas Erbstück. Schatz unter der Festung. Kannibalenbeute. Schatz beim Fluss. Donners Kleinod. Ach du Scheiße. Wenn du deine Tochter wirklich retten willst, musst du alle vier Flakons finden. Ich habe die Aufenthaltsorte der Grafen auf deiner Karte für dich markiert. Im Dorf gibt es einiges an Schätzen zu holen. Ich bin sicher, sie werden dir von großem Nutzen sein. Warum helfen sie mir? Mhm. Das ist alles Teil meines vorzüglichen Kundenservice. Lass dich bald mal wieder blicken. Darf ich ihn nicht einfach erschießen? Suchst du nach etwas bestimmtes? Oh, ich weiß da was. Finde ein paar gute Zutaten und bring sie zu mir. Nur nicht nachlassen. Weiter so. Es müsste aber eigentlich viel mehr. An sich müsste eigentlich viel, viel mehr an von dieser Nahrung ja in dem Sinne ja spawnen, die man sammeln kann. Weil. Wie willst du das denn sonst machen? Ah, danke. Ja, also ich kann es mir nur so vorstellen. Weg damit, weg damit. Oh, was bringst du mir denn da Schönes? Geht dich gar nichts an, mein Freund. Essen ist Leben. Nein, da. Spezialzubehör für Scharfschützengewehr. Erhöht die Reichweite. Jo, nehmen wir. Wusste ich doch, dass dich das interessieren würde. Ist das so? Ich nehme sie alle. Alles, was ich kriegen kann. Vielen Dank für deinen Einkauf. Mhm. Arsch. Danke für deine Tropfen. Oh, dieser Typ geht mir so offen. Aber komm, das ist immer mal ein Zielfernrohr, ne? Damit kann man arbeiten. Warte mal. Wir sollten auf jeden Fall nochmal zurück ins Schloss. Würde ich mal jetzt ganz klar behaupten. Kommen wir denn so einfach wieder zum Schloss? Oh, warte mal. Ich will mir mal kurz was angucken.
Shadi. Aber wir gehen trotzdem noch einmal zurück zum Schloss. Ich würde mir gerne den Schatz holen, der da ist. Aber Blood Reaper, jetzt weiß ich, was du meintest mit dem, was man mit dem Essen machen kann. Das Labor, ey, das ist... Kommt man denn eigentlich am besten wieder zum Schloss? Ah, es ist schwierig da hinzukommen, ne? Weil wir kamen ja da so einfach ja nicht hin. Es war so klar. Komm Mädels, wie kommen wir zum Schloss? Ich will diesen Schatz haben. Da kamen wir ja nicht hin, weil da zu ist. Maestros Sammelstück, das ist ja das Haus mit der Geige. Aber da kommen wir hin. Das sollten wir auch mal machen. Warte mal, wir sind hier. Da müssten wir doch einfach... Ein Teddy. Ach, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Was laufe ich mir denn hier gerade für einen Mist zusammen? Also, über die Kirche. Können wir nochmal kurz schnell abspeichern. Und dann zum Acker. Würde ich mal jetzt so als Plan behaupten. Dann holen wir unseren ersten Anführungsschatz.